Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René. Und ich habe mich gerade ein bisschen hergesetzt, nur umgesetzt. Hier geht es los, hier sind wir mit dabei, ihr seid mit dabei, wenn ich hier in der Production Line spiele. Oh, wir spielen mit dem, wir setzen das Game sofort, wie wir gestern angefangen haben, beziehungsweise wie ich es gestern weitergemacht habe, hier live on air, Livestream, ne? Das wollte man ja natürlich hinbekommen, ne? Beziehungsweise möchte ich hier hinbekommen. Und ich habe ja Probleme. Schauen wir uns das an. Schubachchen. Denn ich habe hier lauter Luxuskarossen. Oder? Ich hatte gestern hier lauter Luxuskarossen. Jetzt habe ich lauter Sedan-Ms. So. Wo haben wir da ein Problem? Gehen wir mal da so hin. Wie schaut es mit der Forschung aus? Body Design wird noch gerade erforscht. Gut. So, verkaufen sich die hier. Verkauft ihr euch jetzt bitte? Gestern waren es doch alles LX. Heute sind es alles M's oder was? Da ist auch schon einiges auf Rea. Also ich habe ja schon einbaut, ne? Verkauft ihr euch jetzt? Ich bitte euch. Bitte. Ich möchte euch da nicht runtersetzen, ne? Welchen Preis haben wir denn da? Luxury. Ich dachte, gestern waren das alles LX. Dabei sind das alles Midrange, M's. Ja. Gehe ich wirklich in die M's des Sunroof einbauen? Tatsächlich. Habe ich schon ausgewählt. Ne? So, was haben wir denn da noch? Brauche ich irgendwas, was da schon rea ist? Nee. Die Rea-Sachen habe ich eh schon eingebaut. Das ist sehr schön. Jo. Aber ihr verkauft euch ein bisschen, ne? Dann kann das schon mal sein, ne? Da haben wir den Luxuriösen. Mal schauen, wie sich der hier verkauft. Die Luxus-Variante vom Sedan. Oh. Ich würde. Nein, da ist er noch, ne? Da ist er. Da ist die Luxus-Variante. Jetzt schon wieder Powersteering, ja, das schaue ich mir dann gleich alles an. Ich möchte mal Compact Cars entwickeln gehen. Mit Verlaub. So, bitte verkauft euch mal. Ne? Noch weiter untersetzen kann ich den Preis nicht, weil sonst bin ich schon im Budgetpreis drinnen. Ne? Sonst muss ich den Budgetpreis hier runtersetzen. So. Compact-Wagen möchte ich ja da mal zwischendurch mal reinhauen, ne? Gehe ich da runter auf dem Budget? Ne. Da bleibe ich mit Range auf dem untersten Preissegment erstmal. Was hat sich denn geändert hier? Im Mid-Range-Bereich nichts. Das ist ja mal schön. Das ist ja mal sehr gut, ne? Hier haben wir wieder Common. Im Expensive-Modus. Ist der Luxus-Variante weg? Ne, ist noch nicht weg. Luxus-Variante geht mir nicht weg. Luxus. Was? Expensive? Hat sich da was geändert? Preislich gesehen? Ja, ne. Super. Aber vielleicht werde ich den dann los, ne?
Expensive. Ah, die Midrange gehen jetzt einmal weg, ne? So, wie schaut es da unten aus mit meiner Fertigung? Habe ich das eh richtig, ne? 551, ja. Sobald ich das Kompakt-Auto habe, werde ich das nochmal ändern gehen. Aber dazu brauche ich ja mal das Kompakt-Auto, ne? Oh, nee, ihr braucht so viel. Wieso braucht ihr so lang? Das ist jetzt ihn da schon wieder geändert. Keyless Entry ist real. Bei dem Midrange muss man das auch einbauen, ne? Sonst habe ich Problem. Ich brauche bitte Forschung, ne? Ein bisschen schneller, bitte. Und ich mache hier noch ein paar forschungsspezifische Sachen hier, ne? Den Weg würde ich mir nur ungern hier verbauen gehen. So. Ginge das schneller? Bitteschön. Expensive. Die Expensive Cars gingen mir noch nicht weg. Muss ich da ein bisschen reduzieren gehen? Machen wir mal bei 90. Mal schauen, was sich da bringt. Bringt das was oder bringt das nichts? Ist eine gute Frage. Ein bisschen hin und her probieren. Was fehlt denn da noch? Im Prinzip fehlt bei dem eigentlich so nichts. Sunroof ist auch mit dabei schon. Ne? Der Herr Rümann vielleicht noch. Electric Windows. Müsste ich nachforschen. Lane Departure Warning müsste ich noch nicht forschen, aber könnte ich schon mal, ne? Die Powered Seats und die Powered Steering Adjustment muss ich noch nachforschen gehen, ne? Aber irgendwie will da mir das Expensive Car nicht verscherbelt werden, ne? Und was heißt der Budget? Das ist ein Midrange. Das nix Budget. Probieren wir es mal mit 80.000. Vielleicht nehmen sie mir dann mal Fahrzeuge ab hier, ne? Die besser eingebauten. Schauen wir mal, ne? Die Expensive Cars sind nicht so wie erwartet. Beziehungsweise die luxuriösen Varianten, ne? Die sind absolut nicht so wie erwartet hier. Und die werden hier nicht angenommen von den Leuten. Keine Ahnung wieso. Und die Forschung, die dauert mir jetzt viel zu lang.
Viel zu lang hier, die Forschung. Aber dann kann ich wenigstens hier noch ein anderes Fahrzeugmodell rausholen. Mal schauen. Warten wir mal ab hier. Sollte gleich fertig sein. Ja, haben wir fertig, ne? Choose next one. Mache ich aber gleich. Einmal in die Technologie-Nachforschung gehen, ne? Electric Windows. Machen wir das hier. Dann. Wips. Geh mal hier rein, ne? Ich geh mal hier einmal das alles rauslöschen. So. Ich möchte Sedan, zwei Stück. Sedan M, zwei Stück. Compact, zwei Stück. Dann Sedan LX, ein Stück. Dann machen wir nochmal Compact mit zwei Stück. Sedan M mit zwei Stück. Und Sedan mit zwei Stück. Das hier ist meine bevorzugte Variante, wie ich es jetzt produzieren lassen möchte. Dann gehen wir hier in den Compact rein. Und dieser Compact-Wagen, ne, das unterste Budgetmäßige, was es gibt hier, ne? Da nehme ich sogar nur 5% Aufschlag für den. Und da gebe ich gerade mal rein. Dies, bam, 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 bam. Wo heißen? In Car Music gebe ich gerade mal rein. Die Heater gebe ich rein. Die Automatik Windscreen Wipers, also die Scheibenbücher, ne? Und bam, bam, bam. Und das Central Lodging will ich hier mit reinbauen. Nehmen wir Driver Airbag noch mit dabei. Wenn wir ja nur zusammen. Und den Passenger Airbag nehmen wir auch mit rein. Und das war's. Mehr möchte ich dann nicht einbauen lassen in den Compact. Zurzeit noch nicht. Und starten wir das Ganze hier. Ne? Und ihr verkauft euch mal. Ne? Sonst muss ich hier mal kurz gucken, dass ich hier noch ein bisschen runtergehe. So. Ich möchte ein bisschen Kohle bekommen für die Wagen. Ne? Und dadurch, dass ich jetzt von den anderen Autos ein bisschen mehr produzieren lasse, ne? Solltet ihr ein bisschen rarer werden und somit für euren Preis auch ganz gut werden. Was habt ihr da schon wieder? Meine Jüde. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Was ist mit der Central Logging? Das noch wäre ja, brauche ich noch nicht, ne? Keyless Entry sollte eigentlich schon mit einbaut sein, oder? Kann man das irgendwie sehen, was das ist, ne? Ja, das ist dunkelgrün noch. Gut, den Rest, der Rest passt einmal. So, die Electric Windows habe ich mal gemacht. Dann holen wir sich da mal die Power Seat. Dann Electric Windows, bam, 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 sind glaube ich da in den Door Panels. Glaube ich. Oder nicht.
Bahamas drin, ne? So. Und die elektrischen Fensterheber brauche ich wo? Wo seid ihr drinnen? Elektrik, Windows, beim luxuriösen Modell, gut. Haben wir es da rein? Lassen wir es damit einbauen. So. Und die Power zieht. Sind auch beim luxuriösen und das Powered Steering Adjustment ist ebenfalls im luxuriösen. Gut. Nur gut zu wissen, ne? Muss ich nur schauen, dass ich das hier alles dort mit einbaue, ne? Oder schon mal vorab einbaue, ne? Weil noch sind sie nicht gefragt, dort. Ja. Lederinterieur is now come on, send before, okay. Aber preislich gesehen schaut's gut durch, ja. Aber, außer dass mir hier die expensive cars nicht verkauft werden. Fragt mich nicht wieso oder warum. Ich würde gerne mal dann ein paar Forschungen zulegen noch, ne? Aber ihr forscht mir zu weit vor, ne? Ihr forscht mir viel zu weit vor hier. Und die Expensive Cars werden noch immer nicht verkauft. Dann schauen wir mal, dass ich hier im untersten Preissegment bin. Vom Expensive. Und oder so weit wie möglich unten. Ne? Das kann ich ja nachher dann noch immer aufstocken in den luxuriösen Bereich. Aber wie man sieht, es ist auch eine Herausforderung, die richtige Anzahl von den Fahrzeugen herzustellen. Die Expensive Cars werden einfach nicht wirklich angenommen. So, die Power Seats habe ich jetzt. Dann wird das hier noch mit erforscht. Und für die Power Seats muss ich da in die Sitze rennen, oder wo sind denn die? Da. Da haben wir die Power Seats dann. Das kaufen wir mal. Und geben es uns da natürlich voll und ganz da einmal hinein, da, ne, ein Power Seat. Und dann noch das Power Steering Adjustment. Ah, da kommt auch schon einer der ersten Kompaktautos raus. Da bin ich ja voll gespannt, zu welchen ob sich die hier auch wirklich verkaufen, die Compact Cars. So günstig, wie ich sie natürlich jetzt anbiete. Ne? Mit nur 5% Marge. Da könnte ich ja auch mal 5% einstellen. Damit. Na, und du bist am Midrange und kein Budget, bitte. Nee, nee. Bucht's kann ich mal glauben, dass du einen Sedan M als Budget verkaufen darfst, ne? Vergiss das. Vielleicht schon statt in. Hier sicherheitshalber so weit hochdrehen. Die Expensive werden nicht angenommen. Sind die immer noch zu teuer? Ja, Midrange. Nee, Expensive. Ich will es auf Expensive haben. Mindestens. Normalerweise will ich die auf Luxuriösen haben. Ne? Das kann ich wahrscheinlich vergessen. So, wie schaut's denn aus hier? Ich glaube, auf den Fahrzeugen werde ich sitzen bleiben.
glaube, die werden mir hier nicht wirklich verkauft. So, Powered Steering Adjustment ist drinnen, Fit Steering Wheel muss ich dann eingeben. Ne? So, dann schauen wir uns mal noch an, was hier so forschungsmäßig hier zu tun wäre oder sein sollte. Ne? Alles andere ist noch nicht erforscht. Leute, wir können hier mal endlich was vorforschen gehen. Ob man es glaubt oder nicht, ne? Wir haben die Möglichkeit, hier einen Vorsprung rauszuholen mit der Anti-Lock-Braking-System, würde ich sagen. So, Fit Steering Wheel, werden wir hier mal Power Steering Wheel eingeben und das natürlich hier im LX einbauen. So. Und jetzt verkauft er mal da ein paar Fahrzeuge hier, ne? Sonst muss ich da mal kurz einmal runtergehen. Jetzt verkauft aber mal, ne? Bitte. Er macht ja Fahrzeuge loswerden, ne? Bevor ich hier dann die nächsten luxuriösen Autos hier raushaue, die ich mir dann hier natürlich noch dementsprechend das große Sanruf reinhau, ne? Jetzt mal da mit dem Preis runter. Und jetzt raus hier, ne? Kommt. Verkauf's mal. Ich möchte hier einen anderen Anruf noch einbauen. Ich möchte es nämlich komplett für einen luxuriösen Auto komplett oben offen haben, also das Sunroof, ne, komplettes Sunroofdach, ne? Jetzt werden es wenigstens mal verkauft, ne? Und dann habe ich hier die Möglichkeit, nämlich hier auf dem Vorschaubildschirm zu sehen, was ist es jetzt für ein Auto, ne? Also Sedan M mit Sunroof, Sedan ohne, also mit normalem Dach, ne? Und Sedan luxuriöse Variante mit einem kompletten Sunroofdach, ne, mit einem komplett verglasten Dach. Dann. Und dann jo, schauen wir mal, was da los ist. Ne. Aber im Moment wird es immer noch nicht so verkauft, wie ich es möchte. Ne. Der LX ist noch immer an Haben. Er wird zwar verkauft, aber nicht wirklich so viel, wie ich möchte. Ne? So. Mal schauen, ob es der ein bisschen mal verkaufen lässt hier. Ne? Ich möchte dann ja auch wieder den Preis hochtreiben. Aber die Kompaktautos gehen. Die Kompaktautos werden super verkauft hier. Ne? Expenses, Import, Preises, Income. Schauen wir mal. Ne? Sedan M. Ja, Sedan steht jetzt gar nichts. Der LX ist halt. Das Sorgenkind, sage ich mal. Sedan M und Sedan werden ganz gut verkauft. Und auch der Kompakte. Der Kompakte wird auch sehr gut angenommen. So, drei habe ich nur noch. M. Und wie es hier weitergeht, meine Damen und Herren, würde ich sagen, gibt es in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Am Donnerstag seht ihr schon, wie es hier weitergeht. Und bevor das Telefon noch länger läutet, tschüss, servus, bye bye.